Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ich krieg hier die erste Aussage rein: Du wirst vermisst, aber für dich ist es gut, wie es ist. Und ich beziehe das darauf, dass hier eine Verbindung zwischen dir und keine Ahnung wem war. Also das wird sich noch rausstellen. Aber du wirst auf jeden Fall vermisst. Dein altes Ich wird vermisst. Ich sag's mal so. Und dieses alte Ich, das gibt es nicht. Ja, also es gibt's nicht mehr. Du hast dich verändert. Situationen verändern sich, Bedürfnisse verändern sich und Perspektiven eben auch. Und ich krieg hier rein, beide wollen einen Neuanfang, sowohl du als auch diese andere Person. Allerdings möchte die andere Person gerne diesen Neuanfang oder dieses Durchstarten mit dir, während du festgestellt hast, das ist es nicht mehr. Es kann sein, dass du immer mehr merkst, dass du dich so arg verändert hast, dass du nicht mehr dieselbe Person bist wie vor 2 Jahren vielleicht. Und der Neuanfang, der ist für dich okay bei der anderen Person, aber selbst möchtest du diesen Neuanfang nicht mit dieser Person. Du warst wahrscheinlich in der Vergangenheit ein treuer Gefährte, jemand, der sehr loyal war, positiv, auch immer unterstützend. Mittlerweile könnte es sein, dass du sagst, ich bin mir selbst gegenüber ehrlich und treu. Und es kann auch sein, dass du sagst, ich spüre richtig, dass ich mich angepasst habe, und seitdem du jetzt eine längere Zeit schon alleine bist, merkst du immer mehr, das war mehr anpassen, Orientierung suchen, als tatsächlich eigene Bedürfnisse. Dann bekam ich den Milan rein, und der Milan, dem seine Bedeutung ist, integriere den Tod, um wirklich zu leben, überwinde deine Grenzen, gönne dir immer wieder Ruhepausen, lasse Altes sterben, damit Neues entstehen kann, Meister der Transformation und erinnere dich an deine Selbstliebe. Und tatsächlich bekomme ich hier rein, dass du in Erwägung ziehst, diese Verbindung, die gerne mit dir den Neuanfang hätte, sterben zu lassen. Und es ist auch wie ein kleiner Tod, wenn man sich eingesteht, da geht es gar nicht mehr zurück. Wir haben uns nicht gemeinsam weiterentwickelt, sondern getrennt voneinander einfach. Ja? Die Bedürfnisse haben sich verändert, die Sichtweisen, die Vorstellung, das Ziel, ja, also irgendwie seid ihr nicht mehr so, entweder ist es eine Freundschaft zwischen dir und dieser Person, dass man eine Freundschaft wieder aufnimmt nach einer längeren Zeit, oder es ist das alte Arbeitsverhältnis, es kann aber auch in der Beziehung sein, es kann aber auch über die Familie sein, also irgendwie ist da was anders. Es fühlt sich für dich zumindest anders an, und diese andere Person möchte dich mitziehen. Die möchte gerne, dass du wieder so bist, wie du mal warst. Aber ich krieg das nicht so rein. Das geht bei dir irgendwie nicht mehr. Ich frage jetzt mal, wenn es eine Liebesbeziehung wäre, was diese Person zu dir sagen würde, die da wieder in dein Leben kommt, mit dir gerne das nochmal aufleben lassen möchte. Was für ein schöner Sonnenaufgang, gell? Ja, die sagt es selber. Ich fürchte, dass du mich nie wieder so ansehen wirst wie vorher. Ich halte es jetzt mal ganz kurz in die Kamera. Wir sehen hier, das ist der Neuanfang. Und das, was die Person zu dir sagt, die merkt das selber.
Ich würde sagen, diese Person ignoriert das noch aktuell, aber jetzt kommt die Sonne raus, ja, die Klarheit absolut für dich. Und wenn man mal genauer hinschaut, guck mal, auf der rechten Seite ist das Kind, wo die Sonne scheint, der Neuanfang für dich. Und auf der anderen Seite ist es dunkler, wo die Person befürchtet, es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Ich fürchte, du wirst mich nie mehr so ansehen wie zuvor. Ja, die Person hat wohl recht. Die spürt das schon. Ja. Und es ist in dem Fall egal. Es ist eine Beziehung aus der Vergangenheit. Es ist eine Paarbeziehung. Es ist eine Freundschaft oder was auch immer. Aber diese Person spürt, nee, das wird nichts mehr. Diesmal bleibst du dir selbst treu. Es kann gut sein, dass du dich den Bedürfnissen der anderen Person angepasst hast und mittlerweile einfach spürst, nee, also ich muss mir selbst gegenüber ehrlich sein. Ja? Ich muss mir selbst treu und loyal sein. Du möchtest dir nicht mehr in die eigene Tasche lügen, nur um anderen zu gefallen, um mitzuhalten, damit andere das Gefühl haben, oh, du bist aber toll, ja? Du spiegelst dich in den Bedürfnissen der anderen Person wieder als Wunscherfüller, Wunscherfüllerin. Möchtest du nicht mehr. Kriege ich wirklich so rein? Was würdest du sagen? Also das ist aber dein Geschenk, ja? Dass du dich mit dir selbst beschäftigt hast, ist dein Geschenk, auch wenn hier etwas wegbricht. Guck mal, du hast dich beschäftigt, da kam auch viel Arbeit auf dich zu und das ist aber dein Geschenk, deine Transformation, deine Beschäftigung mit dir selbst. Du hast viel gespiegelt bekommen im Außen und hast diese Arbeit und Herausforderung angenommen. Das Geschenk, das da auf dich zukommt, was genau ist das? Nimm dir Zeit, ein Jahr. Es ist noch im Wachstum. Ich krieg's nicht gesagt. Guck mal, das Geschenk. Also seit der Trennung oder seitdem du dich weiterentwickelt hast, das Geschenk braucht circa ein Jahr Zeit. Heb dir das mal auf, guck mal, da sind beide Hände und hier ist nur eine Hand. Bis jetzt ist es nur eine Hand und das ist deine Hand, in der etwas wächst. Also du, dein Leben ist gerade dabei zu wachsen. Und die andere Hand, die dir dann das Geschenk reicht, das kommt erst noch. Ich weiß nicht, wann bei dir das Jahr vorbei ist, wie lange das schon her ist. Bei den einen könnte das schon soweit sein, bei den anderen dauert es tatsächlich noch ein paar Monate. Ich frage jetzt mal für diejenigen, für die es bereits soweit ist, was wird da kommen? Für diejenigen, bei denen es bereits soweit ist, du setzt dich auf Position 28. Das bedeutet, du bist vor dem Herren, also vor dem Mann, vor der männlichen Energie. Die weibliche Energie selbst repräsentiert Gelassenheit, Ruhe, Selbstbewusstsein, ja, sich selbst ernst nehmen, die eigenen Bedürfnisse. Sich selbst anerkennen, sich wertschätzen. Hier habe ich dich. Du bist auf Position 1, das heißt, du hast vielleicht in der Vergangenheit, und so habe ich es ja auch reingekriegt, andere Vorrang gelassen. Du hast gespürt, intuitiv, diese Person wünscht sich das, also schenke ich ihr das. Diese Person braucht das, also repräsentiere ich das. Du warst wie so eine, ich weiß nicht, ich krieg dich so rein, so Wunscherfüllerin.
Und das bist du nicht mehr. Du erfüllst dir jetzt deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Wünsche. Du stehst vorne an. Und das Erste, was du als Geschenk bekommst, das ist dich, deine tatsächliche Energie. Du nimmst dich endlich wahr. Du setzt dich vorne dran. Das heißt, erstmal muss ich mich um mich kümmern. Ich muss erstmal schauen, dass es mir gut geht, bevor ich mich darum kümmere, wie geht es anderen. Weil wenn du nicht richtig, ich sag mal, wenn es dir nicht wirklich gut geht, ja, dann nützt du niemandem irgendwas. Natürlich den Personen, die dich noch, dir noch den letzten Zippel abrauben, ja, die dir noch die letzte Kraft entnehmen, weil es denen einfach shit egal ist, wie es dir geht. Hauptsache, du erfüllst einen Zweck, und zwar denen das zu geben, was sie haben wollen. Und da kriege ich deine Veränderung absolut rein. Ich kriege hier rein, du bist präsent. Du bist ehrlich zu dir selbst. Du gestehst dir ein, dass du das Bedürfnis, was ein anderer hat, vielleicht gar nicht mehr hast. Oder dass es irgendwie nie so wirklich gepasst hat. Und du integrierst tatsächlich den Tod. Den Tod von, ich repräsentiere irgendwas, was andere gerne in mir sehen wollen. Ja? Hauptsache, die sind bedient. Hauptsache, die sind glücklich mit dem, was ich repräsentiere. Hauptsache, die sehen mich als was Besonderes an. Aber du für dich war es dann irgendwie so eine kleine Nummer. Du für dich wusstest gar nicht, was du wolltest, wer du bist, was du brauchst, weil du dich nie darum gekümmert hast. Aber jetzt, und das ist das erste Geschenk, du wirst dich spüren, wer du wirklich bist. Du wirst klar sein, was du wirklich möchtest. Das ist für die, die jetzt schon dran sind. Und wir haben schon wieder die 13. Also ich habe immer die 31 und die 13. Also zum einen die Sonne und zum anderen eben den Neuanfang, den Positiven. Immer wieder, ne? Das Geschenk. So ist es gefallen. Die Aufwärtsspirale. Der Zugang nach oben, zum Göttlichen, zum Universellen. Man könnte auch sagen, das ist das Schicksalsrad, aber ihr geht irgendwie durch ein Portal, ja? Nächste Ebene nach oben, nach vorne und nach oben soll es gehen. Über deinem Kopf, du kriegst Informationen, so sieht es hier aus. 88 wäre das zusammen. Das ist die 88 zusammen. Da geht es um die Fülle, ja? Aufwärts. Es kann sein, dass du Dinge manifestierst durch deine Gedanken, dass du schneller manifestierst als je zuvor. Das heißt, du denkst irgendwas Positives und darum geht es bei dir. Es geht nicht mehr darum, dich darum zu kümmern, was andere brauchen, wollen und so weiter. Die können ja für sich selber kreieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass du gemein bist, weil du anderen die Wünsche nicht erfüllst. Das können die ja selber. Ja? Also die können sich selbst ihre Wünsche erfüllen, aber halt nicht mehr um oder nicht mehr in der Form, dass du ja, dir selbst irgendwie was nimmst dadurch, ja? Dass du dich nicht mehr wohlfühlst. Hier geht es mehr um dich, es geht um deine Kreativität, es geht um deine Manifestationsmöglichkeit und Kraft. Diese Konzentration auf dich selbst bewirkt, dass du dich mit dir selber wohlfühlst. In dem Moment, wo du dich mit dir selber wohlfühlst und nach oben angebunden bist, kannst du etwas manifestieren, was für dich vorgesehen ist. Und das ist natürlich bei jedem etwas anderes, ja. Wenn für dich zum Beispiel vorgesehen ist, dass du dich selbstständig machst im Beruf, muss es nicht bedeuten, dass der Nächste, der hier zuschaut, ebenfalls diese Berufung leben will, ja, oder seine Berufung leben will, sondern die Erfüllung in einer Partnerschaft mit Kindern sieht.
Und der Nächste möchte gerne beides. Während der Übernächste sagt, nein, um Gottes Willen, ja, weder noch. Also ich möchte reisen, ich möchte die Welt kennenlernen, ich möchte Erfahrungen machen, ja. So in verschiedenen Kulturen. Und so sehe ich eben, dass jeder von euch, der hier gerade zuschaut und sich hier wiederfindet, immer mehr zu sich selbst kommt, immer mehr sich frei macht von den Bedürfnissen, anderen beweisen zu wollen, was für ein toller Mensch ihr seid, und immer ehrlicher zu euch selbst seid und feststellt, nee, das ist ja gar nicht das, was ich möchte. Das habe ich nur gemacht, um dem anderen irgendwie zu gefallen, damit er glücklich ist. Aber selbst warst du nicht glücklich. Und darum geht es bei dir. Und am Anfang, guck mal, wir haben hier gerade eine Meise, eine süße kleine Kohlmeise. Und da geht es um die Lebensfreude. Es geht um Lebensspaß, Lebensfreude. Ergründe dich selbst, tu dir Gutes, freue dich auf das, was auf dich zukommt. Das ist das Erste, was ich hier so reinbekomme. Was sagt die lichtvolle geistige Welt zu dir? So, stopp mit der Arbeit. Wie süß. Die sagt hier zu dir, so, stopp, wir stoppen jetzt mal hier. Du hast genug Beschäftigung bekommen, mit der du was anfangen kannst in Bezug auf dich. Du darfst jetzt mal einstellen, die Beschäftigung, denn wir werden dir, Moment, ich zeig's euch mal, wir werden dir jetzt das Nötige schenken, was du brauchst, um dich auszuruhen. Also wir haben hier das Brot, das sind die Grundbedürfnisse, und wir haben hier etwas Geld. Das heißt, du wirst jetzt erstmal Ruhe bekommen, ja, um dich zu nähren, um dich auszuruhen, um zu integrieren, aufzuhören, an dir zu schrauben und zu arbeiten, sondern zu entspannen. Das ist das Erste, was ich hier reinkriege, ist, du kriegst jetzt deine Grundbedürfnisse erfüllt. Du musst dich jetzt mal um nichts kümmern. Einfach nur entspannen. Also das Universum wird dafür sorgen, dass du alles hast, was du brauchst. Dass du dich entspannen kannst, dass du diese Teile in dir integrieren kannst, dass du es annimmst, dass hier etwas, eine alte Ära vorbei ist, damit du dich mehr um dich selbst kümmerst. Aber du sollst es jetzt einfach nur mal gut gehen lassen und nichts tun. Ja? Also nicht weiter an dir arbeiten, sondern jetzt mal eine Pause machen. Das kriege ich hier so rein. Was wird denn in dieser Pause bei dir geschehen? Ah, du bist sehr, wie soll ich sagen, bemüht darum, dass alles möglichst schnell und reibungslos passiert, ja, aber das wäre der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist, in der Ruhe liegt die Kraft, einfach mal annehmen, Akzeptanz. Oh, was soll in der Ruhe passieren? Dir wird hier jemand geschickt, mein Schatz. Während du dich ausruhst, wird daran gearbeitet. Guck dir das mal an. Also alle, die auf eine Partnerschaft schauen, in der Zeit, in der du dich in deine Ruhe begibst, ja, wird daran gearbeitet. Jemand anders arbeitet daran, dass er zu deiner Hauptperson wird. Der passende Partner, an dem wird gearbeitet. Das heißt, du sollst dich mal entspannen, du sollst dich einfach nur darum kümmern, dass es dir gut geht, deine Grundbedürfnisse werden erfüllt, ja, was auch immer du machst, ob du in der Phase, keine Ahnung, Wellness-Wochenende oder sonstiges machst, ist egal, aber in der Zeit wird hier an ihm gearbeitet, ja, an seinem Leben, damit ihr euch begegnet auf derselben Ebene. Also wenn es um Partnerschaft geht, ja? Wenn es nicht für dich um die Partnerschaft geht, kann das sein, dass es jemand ist auf der Arbeit, ja? Weil die Hauptperson oder die männliche Hauptperson steht immer für Aktivität. Und dass man dir zum Beispiel dient,
Zeit einräumt, für deine Position sorgt oder ein Vorgesetzter, der sich dir gegenüber respektvoll verhält oder wenn es um Verhandlungen geht, kann es auch sein, dass an einer Verhandlung gearbeitet wird. Aber definitiv wird eine andere Seite aktiv, während du dich in die Ruhe begibst, für dich. Ja? Akzeptiere, dass es ein Ende gibt auf der einen Seite, damit es einen Neuanfang gibt für dich, so wie du den möchtest. Ja? Dazu brauchst du aber Ruhe. Also das war die Durchsage für heute. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschalten. Danke für eure Likes und Abos. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer daran denkt. Und ja, wir sehen uns gerne im nächsten Video. Ihr findet alle weiteren Details immer in der Infobox. Auch wenn ihr Beratungsgespräche buchen möchtet, schaut bitte, da sind feste Zeiten, ab 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Und ja, bis zum nächsten Video. Ansonsten gerne über WhatsApp, falls ihr eine Beratung buchen möchtet. Bis dahin, ciao, ciao.